herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Gerade für die Familien unter Ihnen oder auch die Alltagsernährung umsetzen müssen und oft nicht wissen, wie sie das machen sollen, habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Nicolai Worm, Bestsellerautor seit über 20 Jahren in dem Thema Ernährung, bekannt aus dem Fernsehen in Deutschland vor allen Dingen. Und ich freue mich heute, mit ihm über dieses ganze Thema Ernährung sprechen zu dürfen. Hallo, lieber Nicolai. Ja, hallo, Karina. Ja, dein Ernährungswissen liegt natürlich schon weiter zurück wie vor 20 Jahren. Nur vor 20 Jahren kam dein Bestsellerbuch auf den Markt. Das Thema Ernährung, seit wann begleitet dich das denn eigentlich schon? Naja, meinen Abschluss habe ich 1979 an der Uni gemacht in München. Und das sind jetzt 41 Jahre, wenn ich richtig rechne. Du hast Ökotrophologie studiert? Ja, in München war in Stefan Ökotrophologie, war zuerst in der Forschung, in der Epidemiologie 7 Jahre und habe mich dann selbstständig gemacht. Und habe dann Lehraufträge bekommen. Wir haben uns an der Hochschule kennengelernt. Ja, ich war dein Professor. Ja, ich durfte bei dir meine Arbeit schreiben. Genau, Abschlussarbeit oder Bachelorarbeit. Ja, genau. Also vor 20 Jahren habe ich angefangen, mich mit einem Thema zu beschäftigen, was immer wichtiger wird, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das heißt Insulinresistenz. Also unser ungesunder, nicht artgerechter Lebensstil führt zu Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel. Und das Insulin spielt da eine ganz große Rolle, dieses wichtige, große Hormon. Und da entwickeln die Menschen eine Störung, dass das Insulin nicht mehr richtig wirkt. Das hat viele Folgestörungen zur Folge. Insulinresistenz. Und was kann man dagegen tun mit seinem Lebensstil, mit seiner Ernährung? Damit habe ich mich intensivst die letzten 20 Jahre beschäftigt. Jetzt kennen wir das natürlich aus den Ernährungswissenschaftlern, Ökotrophologie-Studium, dass man wirklich sich an die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren musste. Da hat ja Insulinresistenz nicht wirklich eine bahnbrechende Rolle gespielt. Gar keine, genau. Wie kamst du jetzt dazu, dich wirklich entgegen diesen Richtlinien wirklich auf diesen Weg zu machen? Ich meine, ich hatte den Vorteil, ich hatte bei dir Vorlesungen und bin sowieso schon gar nicht falsch abgebogen, ja. Aber jeder, sage ich mal, der aus der Ecke kam, Ökotrophologie, Ernährungswissenschaft, musste durch dieses Tal der DGE. Naja, also ich glaube, viele, viele Zuschauer werden die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kennen. Man muss allerdings wissen, die sind 1956 zum ersten Mal jetzt sozusagen in unserer modernen Zeit abgegeben worden, veröffentlicht worden. Und wenn man sich vorstellt, was war das für eine Zeit 1956? Das war nach dem Krieg. Die Leute hatten wenig Geld, wenig Nahrung, mussten hart arbeiten für die Nahrung. Und da machte diese Empfehlung viel Kohlenhydrate, wenig Fett, ein bisschen Protein, durchaus Sinn. Denn für harte körperliche Arbeit braucht man Kalorien, die unsere Muskeln auch den Muskeln den Treibstoff geben. Und das ist das Brot, das sind die Kartoffeln. Und so war die Empfehlung damals durchaus sinnvoll. Nun, was ich mich frage, ist, warum im Jahr 2020 mit einem völlig anderen Lebensstil, mit völlig anderen Lebensbedingungen immer noch die gleichen Empfehlungen abgegeben werden. Wir sollen angeblich immer noch hauptsächlich Kohlenhydrate essen. Man nennt es ausgewogen, obwohl 55% Kohlenhydrate, ja. Und das andere wenig. Das ist nicht wirklich ausgewogen. Nun, mein Thema ist, kann es denn sein, dass man heute, wo in Zeiten, in denen die Menschen sich kaum mehr bewegen und viel zu viel essen, immer übergewichtiger und fettleibiger werden, schlecht schlafen, zu wenig an der Sonne sind, kann es denn sein, dass die gleichen Ernährungsempfehlungen immer noch sinnvoll sind? Nein, sie sind es natürlich nicht. Die sind immer noch sinnvoll für Menschen, die schlank sind und sehr körperlich aktiv sind und wenig Geld fürs Essen ausgeben wollen. Für die sind die okay. Aber für die Masse
sind sie nicht mehr okay, sondern eigentlich aus meiner Sicht unethisch. Die, im asiatischen Raum finde ich es ganz spannend zu sehen, da ist wirklich der Reis für den Bauarbeiter, der schwer körperlich arbeiten muss, kein Geld zur Verfügung hat. Und wenn man jetzt schon, sage ich mal, Mittelschicht-Restaurant geht, gehoben, dann bekommt man gar keinen Reis. Es wäre sogar eine Beleidigung, wenn man das serviert bekommen würde, weil man dann unterstellen würde, dass derjenige auf dem Bau arbeitet. Ja? Und diese Erkenntnis, wenn die mal zu uns kommen würde, wir kriegen ja in unseren Restaurants auch oder in Kantinen vor allen Dingen diese Füllstoffe, die sicherlich wirtschaftlich interessant sind für die Kantine, aber für den Mitarbeiter oder für uns jetzt als Menschen eine absolute Katastrophe. Dann. Ja. Also ich werde immer häufiger von Firmen im Bereich des gesundheitlichen Managements, angefragt, weil man langsam doch erkennt, dass diese die meisten arbeiten sitzend vor einem Bildschirm. Ja. Das in Kombination mit Kohlenhydraten, die eigentlich für eine arbeitende Muskulatur da sind, das macht keinen Sinn. Wir müssen uns überlegen, was kann man für unseren heutigen Lebensstil besser machen. Und da habe ich mein FlexiCarb-Konzept, flexible Kohlenhydratzufuhr, angepasst an den Lebensstil, vor einigen Jahren publiziert. Und das kommt auch, wie gesagt, bei den Firmen im Gesundheitsmanagement, im betrieblichen Gesundheitsmanagement immer besser an. Mhm. Und das hilft, die Leute gesünder zu erhalten. Ja, ich habe jetzt auch die Erfahrung in großen Konzernen, die sich jetzt nicht zwingend an die DGE-Richtlinien halten müssen, arbeiten wir hervorragend mit den Mitarbeitern mit der FlexiCarb-Methode. Und ich würde auch gerne mit dir die Pyramide mal besprechen, dass der Zuschauer auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet überhaupt eine Pyramide und was steckt überhaupt hinter der Pyramide, wie soll ich die überhaupt essen? Ich fand da auch damals dein Tellerprinzip sehr hilfreich, dass man nicht glaubt, man muss jetzt nur Gemüse essen, sondern dass man das schön auf einem Teller auch kombinieren kann. Das Tellermodell habe ich jetzt nicht mitgebracht, sondern die Basisempfehlung. Ja. Das ist eine Pyramide, die ist nach 4 Kriterien konstruiert. Als erstes Kriterium möglichst niedrige Energiedichte, also wenig Kalorien. Zweites Kriterium möglichst viel Nährstoffe, hohe Nährstoffdichte. Drittes Kriterium, möglichst wenig Blutzuckerlast, Blutzuckeranstieg. Und viertes Kriterium, möglichst geringer Verarbeitungsgrad, also naturbelassene. Mhm. Nach diesen 4 Kriterien haben wir diese Pyramide aufgebaut. Also je mehr Punkte, desto weiter nach unten rutscht man und je weniger Punkte vergeben wurden, desto höher wurden die Nahrungsmittel platziert. Die Aussage ist hier oben möglichst wenig und selten und hier unten täglich und reichlich. So, und die Basis dieser Pyramide ist Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, wasserreiche, ballaststoffreiche Nahrungsmittel, viel Volumen, viel Gewicht, die im Magen sättigend wirken und immer zu jeder Hauptmahlzeit eine große Proteinportion, 25, 30 Gramm Protein pro Hauptmahlzeit. Das ist die Basisempfehlung. Von der Größe her, wenn man jetzt ein Fleischstück hat, woran kann man sich jetzt orientieren für jemanden, der jetzt nicht so das Gefühl hat? Man kann sagen, ganz grob, in 100 Gramm Fleisch oder Fisch oder Geflügel sind in etwa 20 Gramm Protein enthalten. Mhm. Da muss man mal in Tabellen nachgucken, okay. Das variiert ein bisschen. So, dass man also mit 150 Gramm Fleisch würde man also etwa das erreichen, was ich hier empfehle. Für einen Vegetarier, wenn der auch auf die Proteinquelle kommen möchte, haben wir also ganz wichtig ist, es gibt keine Fleischverordnung. Man kann es natürlich vegetarisch machen, sogar vegan machen. Allerdings kommt dann die Frage Kalorien mit ins Spiel, denn die hauptsächliche Proteinquelle für Veganer sind Hülsenfrüchte und Soja und grüne, gelbe, braune, rote Bohnen und Linsen und Erbsen. Und die haben ja viel Kalorien. Und um die gleiche Menge Protein über diese Hülsenfrüchte zuzuführen, kommt man in relativ hohe Kalorienbereiche. Das muss man immer mit bedenken. Okay. Also wäre das zum Beispiel, wenn jetzt jemand da wäre, der Gewicht reduzieren möchte, der muss da auf jeden Fall vorsichtig mit umgehen. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt eine Familie habe, das ist ja auch eine Ernährungsform, die man wunderbar in der Familie umsetzen kann. Und man hat Kinder im Wachstum.
wäre es auch völlig in Ordnung, wenn die dann auf die Hülsenfrüchte als Proteinquelle zurückgreifen. Genau. Und es ist auch, es sind auch Kohlenhydrate nicht verboten. Das ist also keine Low-Carb-Pyramide, sondern wir haben uns Folgendes überlegt. Kohlenhydrate sind ja vor allen Dingen für eine arbeitende Muskulatur da. Wenn man also nicht arbeitet, körperlich, dann sind Kohlenhydrate relativ unwichtig. Das Hirn wird locker mit den selbstgemachten Zuckern, und das kann der Körper ja versorgt, man muss die nie essen. So, jetzt haben wir aber gesagt, viele Leute sagen, ich will aber auf meine Nudeln, auf meine Spaghetti nicht verzichten. Oder mein Kuchen oder mein Brötchen in der Früh, meine Semmeln. Dann haben wir gesagt, da gibt es noch eine seitliche Pyramide dazu. Kohlenhydrate musst du dir verdienen. Durch körperliche Aktivität. Das heißt, wenn du deinen Muskel aktivierst, hier ist ein Turnschuh und eine Hantel, wenn du eine Sporteinheit pro Tag machst, dann kannst du auch eine große Kohlenhydratmahlzeit pro Tag dir verdienen. Was wäre denn eine Sporteinheit? Wir haben 45, 50 Minuten körperliche Aktivität. So eine Mischung, ein bisschen Kraftausdauer. Genau. So, und dann darfst du eine große normale Gastronomieportion Kohlenhydratträger zu dir nehmen. Mhm. Und wenn es dir nicht reicht, dann musst du eben mehr verdienen. Dann machst du also noch mehr körperliche Aktivität. Okay. Also man kann das. Bis es dir irgendwann vergeht, dass man keinen Sport mehr macht. Aber die Leute sollen das Prinzip verstehen, nicht? Ja. Deswegen auch Flexicarb, flexible Kohlenhydratzufuhr, keine Verbote. Man muss verstehen, körperliche Aktivität und Kohlenhydrate, das passt gut zusammen. Hat man keine körperliche Aktivität, Vorsicht. Ja. Das ist die Aussage. Ich habe ja auch in den Unternehmen, oder kennen wir ja auch viele, die ja wirklich sportlich sind. Ja? Die ja abends noch für einen Halbmarathon trainieren oder. Die brauchen das definitiv, ja, sonst gehen die ja komplett. Naja, und es gibt ja immerhin auch noch ein paar Menschen, die körperlich arbeiten müssen. Ja. Und für die trifft das natürlich auch so zu. Ja. Aber was ganz, ganz witzig ist, und ich werde immer wieder gefragt, warum ist da die Sonne dabei und warum ist da ein Glas Wein dabei und warum schläft da jemand. Da sind übrigens Olivenöl und Butter noch als empfehlenswerte Fettquellen hingemalt. Diese Stoffwechselstörung, Insulinresistenz, von der ich anfangs sprach, die wird nicht nur durch körperliche Inaktivität gefördert und Fettleibigkeit, sondern auch durch Schlafprobleme. Also zu wenig Schlaf oder schlechte Schlafqualität fördern auch diese Stoffwechselstörung. Deswegen haben wir ja bei Schichtmitarbeitern oft ein erhöhtes Diabetesrisiko. Oh ja, gerade wenn die in der Frühschicht, da haben die teilweise nur 4 Stunden Schlaf oder 5. Genau, das ist ein riesiges Problem. Da fördert man diese Stoffwechselstörung. Also auch für die ist diese Pyramide besonders wichtig. Gibt es da schon Erkenntnisse, dass man das ein bisschen kombinieren kann? Wenn ich jetzt mit Schichtarbeitern arbeite, die sagen, es geht nicht. Also ich kriege maximal nachts nur 4 Stunden hin oder 5. Können die sich das wieder irgendwie reinholen durch den Mittagsschlaf oder gibt es da noch keine Erkenntnisse? Also ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Forschung heute gediehen ist. Und mein Stand des Wissens ist, man kann natürlich in gewisser Weise nachholen, aber man sieht, dass diese Menschen tatsächlich auch auf Dauer ein höheres Risiko für Herzinfarkt, für Diabetes, für Hirninfarkt und ich glaube für manche Krebsarten auch haben. Also offenbar ist es dann doch so ein hohes Risiko, dass es nicht so einfach durch Mittagsschlaf zu beheben ist. Aber ich bin da nicht der große Experte. Auf alle Fälle kann man sagen, auch für alle, die Gewichtsprobleme haben, zu wenig Schlaf macht unter anderem Heißhunger. Wir bekommen über eine schlechte Schlafqualität oder über zu wenig Schlafdauer bekommen wir eine vermehrte Ausschüttung eines Hungerhormones. Und das treibt uns zum Essen am nächsten Tag und heißt im Umkehrschluss, alle, die mit ihrem Gewicht ein Problem haben und abnehmen wollen, sollen sich unbedingt auch um das Thema Schlaf kümmern, weil mit einem gesunden Schlaf kann man auch besser mit weniger Kalorien durch den Tag kommen. Ja, das Tückische bei dem Heißhunger, leider hat man ja dann nicht Lust auf Brokkoli und Blumenkohl, sondern man kriegt ja so eine ganz fiese Fett-Zucker-Kombi. Das ist so das, was die meisten dann so begehren. Und genau das ist natürlich das Falsche. Dann haben wir aber noch was hier drauf, das ist die Sonne. Sonne macht Vitamin D und jetzt ist also wirklich eindeutig geklärt, dass
dass dass die meisten in unserer Bevölkerung eine Unterversorgung mit Vitamin D haben. Und das Vitamin D ist ja eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon. Und dieses Hormon ist wichtig, damit unsere Zellen in der Muskulatur, in der ganzen Peripherie auf das Insulinsignal richtig reagieren. Und das Vitamin D aktiviert, das Hormon aktiviert auch in der Bauchspeicheldrüse die Produktion von Insulin. Also, wer einen Sonnenmangel hat, hat einen Vitamin D-Mangel und daraus entsteht wiederum eine Förderung dieser Störung Insulinresistenz. Ja, unser Lebensstil, zu wenig Sonne, zu wenig Schlaf, zu wenig körperliche Aktivität, zu viel vom falschen Essen, all das macht diese Störungen, die wir heute haben. Ja, wir sitzen ja nur in geschlossenen Räumen. Ja. Genau. Die Mitarbeiter kommen irgendwann abends raus, die Kinder mittlerweile auch. Ja, die sitzen auch den ganzen Tag in der Schule. Absolut. Und das, was daraus entsteht, ein Begriff, den viele Zuschauer wahrscheinlich kennen, ist das metabolische Syndrom. Dahinter steckt also Insulinresistenz, Fettleber und das ist der Weg hin zum Typ-2-Diabetes. Ich sage dir mal eine Zahl aus den USA. In Deutschland haben wir nicht so gute Zahlen, repräsentative Zahlen. In den USA sind nur noch 12% der Erwachsenen ohne ein Symptom des metabolischen Syndroms. Nur noch 12% aller Erwachsenen, also das heißt über 80% Wahnsinn. Haben bereits diese Stoffwechselstörungen, die auf Insulinresistenz eigentlich zurückzuführen sind. Ja, dabei hast du ja die erfolgreichen Methoden wirklich schon seit 20 Jahren im Petto. Schon hatten wir auch schon Kliniken, die das erfolgreich umgesetzt haben. Aber man merkt, trotz dass der Erfolg mit diesen 60% der Medikamente, die schon in der ersten Woche abgesetzt werden können, nicht wirklich durchschlagend in der Pharmaindustrie als Erfolg bewertet wird. Und somit hat man dann immer noch diese alten DGE-Richtlinien doch hier und da. Ja, die Frage ist, warum ändert sich nichts? Nun, die Pharmaindustrie hat natürlich nicht so großes Interesse daran, weniger Medikamente zu verkaufen. Aber die Krankenkassen, das Gesundheitssystem, die Gesundheitspolitik könnte doch eigentlich reagieren. Man muss doch mal anerkennen, die Ernährungsempfehlungen, die irgendwann mal richtig waren, können unter den völlig anderen Lebensumständen doch nicht auch richtig sein. Das funktioniert nicht. Und wir sehen ja auch den Erfolg. Inzwischen sind 2/3 der deutschen Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig. Und die Krankheitskosten, also die Behandlungskosten explodieren. Und merkwürdigerweise Medikamente gegen Diabetes werden bezahlt bis zum Lebensende, aber entsprechende Kurse für Ernährung, Ernährungsberatung, das wird alles immer weniger und immer unbefriedigender finanziert. Ja. Jetzt haben wir gerade noch auf der Ernährungspyramide, weil ich ja auch gesagt habe, es ist für Familien geeignet, aber trotzdem haben wir einen Punkt, der nur für Erwachsene eine Rolle spielt. Das wäre das Thema Alkohol, Rotwein. Yeah. Sag mal dazu ein paar Stichworte, was da der Stand eigentlich ist. Also Rotwein, Weißwein, selbst das Bier. Ein wenig Alkohol ist offensichtlich sinnvoll. Nämlich es macht den Körper insulinsensitiver. Also wir reagieren auf unser Insulinhormon besser und es mindert die Entzündungen, die im Körper entstehen, aus der Insulinresistenz. Das Problem ist nur, es muss ein wenig Alkohol sein und wenn es dann gut schmeckt, dann wird es halt ganz gerne verdoppelt, die Dosis, oder verdreifacht und dann kehrt sich das alles um. Also so wie ich habe ja dieses mediterrane Ernährungskonzept und ganz typisch in mediterranen Ländern gibt es ein Gläschen Wein zum Essen. Das ist eine Dosis, die also absolut sinnvoll ist. Aber Vorsicht, die Dosis kehrt sich dann ins Negative um, wenn man die Dosis erhöht. Also man kann sagen, ein Glas Wein zum Abendessen, das ist ein sinnvolles Maß. In vielen Mittelmeerländern sogar mittags ein Gläschen und abends das zweite Gläschen. Okay. Ja, wir kennen das ja auch, diese Mittelmeerernährungsform, da werden ja auch oft diese Blue Zones, also da, wo die Menschen besonders alt werden, da sind ja genau diese Parameter drin. Ja. Und zwar bei dem Thema Fett hatten wir noch einen großen Unterschied zu den Richtlinien, die wir seit 50 Jahren oder 70 Jahren kennen. Das war bei dir auch nochmal so ein richtiger
Kritikpunkt damals, genau. Ja, dass du auf einmal die Butter wieder hochholst und den Butterschmalz und Also zunächst mal wissen wir inzwischen, es gab ja jahrzehntelang die Empfehlung, Fett macht krank und deswegen auf Fett verzichten. Möglichst wenig Fett. Oder Fett macht Fett. Damals haben ja Ärzte behauptet, dass die Triglyceride mit der Butter zusammenhängen. Ja, also Fett macht Fett und krank, deswegen möglichst Fett. Und als das immer breiter getrieben wurde, verbreitet wurde, die Ernährungsregeln immer weiter Einzug hielten, umso weniger Fett die Leute aßen, umso fetter wurden sie. Denn was wurde gemacht? Man hat es ersetzt durch Kohlenhydrate und zwar nicht ballaststoffreiches, sondern hochverarbeitetes. Die Industrie hat immer fettärmere Produkte angeboten, aber ganz damit sie schmecken, kam mehr Zucker rein. Süßstoff auch. Ja, also es hat überhaupt nicht funktioniert und heute wissen wir, Fett macht weder Fett noch krank. Im Gegenteil, wir sollten auf eine sinnvolle Fettzufuhr achten und auch da sind die Mittelmeerländer eigentlich ein Vorbild. Dort haben sie 40-45% der Kalorien aus Fett. Angeblich, wir sollen angeblich höchstens 30% essen, haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen als wir. Allerdings ist da das Fett halt überwiegend Olivenöl und dazu kommt eben Milchprodukte, das Fett aus der Milch, in Käse, typischerweise in Joghurt, in Kefirs. Ja, oft ist die Natur natürlich auch noch ein springender Punkt. Ja, viele stellen noch selber ihre Lebensmittel her oder bewegen sich den ganzen Tag an der Sonne. Ja. Man sieht ja auch in den Städten geht das Gleiche auch in unsere Richtung, da wo eben man sich wieder... Also das passt sich weltweit alles an, auch in asiatischen Ländern, du hast sie vorhin schon angesprochen. Wir sehen heute auch in China, in Korea, die Leute werden immer dicker, immer fetter, immer fettleibiger, muss man sagen. Und hier stellt sich auch heute raus, unter diesen modernen Bedingungen ist Reis der größte Diabetes-Risikofaktor in diesen Ländern. Ja. Also früher bei körperlicher Arbeit und schlank war es kein Problem. Heutzutage vor dem Computer sitzend großes Problem. Ja, das bedeutet also auch für die Familie alle zusammen wieder mehr Gemüse kombiniert mit guten Proteinen, um eine lange Sättigung, Sattsein zu erzielen als Flüssigkeit Wasser. Ja. Abends ein Gläschen Wein. Für die Erwachsenen für natürlich die Erwachsenen. Nur und die wirklich... nicht mit dem Alkohol ein Thema haben, ja. Genau, da wollen wir natürlich nicht irgendwie reinreden. Aber bei den guten Ölen, gutes Olivenöl, welche Öle sind bei dir in der Küche? Ja, also bei mir zu Hause in der Küche ist das wichtigste Öl natives Olivenöl. Das hat übrigens nicht nur wegen der Fettqualität inzwischen eine so große Rolle. Ich mache ja auch sehr viel im Bereich Fettlebertherapie. In dem nativen Olivenöl ist ein Pflanzenstoff noch enthalten, ein sogenanntes Polyphenol, ein sekundärer Pflanzenstoff. Mhm. Das nennt sich Hydroxytyrosol. Und diese Komponente wird von Darmbakterien verstoffwechselt. Und es entsteht ein pharmakologisch wirksamer Stoff, der hilft, unsere Leber zu entfetten. Wow. Und so hat auch dieses native Olivenöl nicht nur in der allgemeinen Ernährung, sondern auch in der speziellen Ernährung für die Fettleber eine große Rolle. Und das zweite Fett, was wir viel zu wenig zu uns nehmen heute, sind die Omega-3-Fettsäuren, die man heutzutage hauptsächlich im fetten Fisch findet, Meeresfisch findet. Und für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Kombination in meinen Empfehlungen, die Kombination Olivenöl plus Fischfette, EPA, DHA, kürzt man sie ab. Ja. Man würde sie eigentlich auch bei frei lebenden Landtieren finden, im Wildschwein meinetwegen, aber bei unserer heutigen Tierproduktion ist es eben so, dass die mit Kraftfutter, mit Getreide gefüttert werden. Und da haben wir vor allen Dingen Omega-6-Fettsäuren, die Gegenspieler, und viel zu wenig Omega-3. Deswegen kann ich sagen, also wer kein Fisch isst, der sollte wenigstens entsprechende Supplemente, Präparate nehmen. Okay, super. Wenn man sich jetzt zu den ganzen Themen nochmal reinlesen möchte oder vielleicht auch mal deine Bücher anschauen möchte, hast du da eine Webseite für unsere Zuschauer? Ja, genau. Also das FlexiCarb-Konzept, es gibt diese Pyramide, es gibt Bücher dazu.
Meine Website ist ganz einfach, wie ich heiße, www.nikolai-worm.de, und da findet man die Links zu Büchern, weitere Hinweise und auch natürlich meine E-Mail-Adresse, wer Interesse an einzelnen Studien zum Beispiel hat, die da zitiert werden in den Büchern. Und man schreibt mich einfach an und ich reagiere typischerweise ganz schnell. Super. Ja, vielen Dank, lieber Nikolai, dass du heute da warst. Und ja, ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Dankeschön. Ja, gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie man doch im Alltag, in der Familie oder im Berufsleben sich an einem Ernährungskonzept orientieren kann, was einfach alles mit einbindet. Und ich hoffe, Sie konnten für sich das Wichtigste rausziehen. Viel Erfolg beim Umsetzen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.